Moin Leute, herzlich willkommen wieder hier bei Heavy Elvis Smokes. Heute habe ich mal, wie ihr seht, ein paar Köpfe für euch. Das ist meine gesamte Kopfsammlung. Ich wollte euch da jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf die Vor- und Nachteile meines Erachtens zeigen. Gleich vorweg, den besten Kopf gibt es eigentlich nicht, weil jeder hat einen anderen Anwendungszweck, einen anderen Geschmack und so weiter und so fort. Also meine Anwendung besteht meistens darin, dass wenn ich irgendwie Videos schneide, Audios bearbeite, weil ich ja viel Voice-Over mache und sowas, dass ich dann eben alleine in Ruhe dampfen kann. So, fangen wir einfach mal an mit diesem Kopf. Ich mache hier mal die Waage an, dass wir immer sehen, wie schwer er ist. Das ist der Blackleaf Steinkopf. Das ist ein 294 Gramm Massivsteinkopf. Also der ist, ich denke, man sieht es wahrscheinlich auch so ein bisschen, das ist wirklich ein richtiger Steinkopf, also Speckstein, glaube ich. Der raucht sich sehr, sehr cool. Also gerade wenn man süße Tabaks hat, finde ich, kommen die da drin sehr, sehr gut. Hitzeverteilung ist top. Problem bei dem für mich, ich habe da, also das ist jetzt der zweite davon. Der erste ist beim zweiten Mal rauchen gerissen und der ist, glaube ich, beim dritten oder vierten Mal gerissen. Allerdings ist es hier, ich weiß gar nicht, ob man es in der Kamera sehen kann. Ich finde es auch nicht immer. Hier ist es halt wirklich, genau, da ist es nur so ein kleiner Riss, wo ein bisschen blutet. Bei dem anderen war es wirklich, dass die Kante weggebrochen ist. Das war natürlich ärgerlich. Wie gesagt, Blackleaf Steinkopf, aber an sich ein geiler Kopf, also möchte ich nicht drüber nörgeln. Dann kommen wir zu meinem allerersten Funnel. Ich weiß gar nicht, was das für eine Marke ist tatsächlich. Vielleicht kennt ihr das. Das habe ich in einem, den habe ich in einem Shisha-Shop geholt und fand ihn eigentlich ganz cool. Der bringt 326 Gramm auf die Waage. Der ist deutlich größer. Ihr seht ja auch schon, das Depot ist recht groß. Verarbeitung ist okay. Verarbeitung habe ich jetzt bei dem anderen Steinkopf gar nicht groß erwähnt, weil wie gesagt, wenn der so oft reißt, naja. Ne? Verarbeitung ist bei dem eigentlich ganz okay, ist jetzt nicht perfekt verarbeitet, aber es ist vollkommen in Ordnung. Raucht sich gut, raucht relativ lange. Ich habe auch das Gefühl, dass er zum Schluss hin so die letzten Tropfen Molasse kriegt, dann nicht so weggedampft. Aber ist okay, also kostete 15 Euro, das ist eigentlich, ja, kann man nicht drüber nörgeln. Als nächstes kommen wir mal zu meinem allerersten eigenen Kopf überhaupt. Der Sapphire, da ist noch ein bisschen Molasse dran, obwohl ich ihn eigentlich gereinigt habe. Egal. Der Sapphire Number 5 oder 9. Ich schreibe das nochmal da oben in die Ecke, was es genau für ein Modell ist. Ja, ein typischer Vortex. Fünf Loch, meine ich. Ja, es sind fünf Löcher. Der hat gerade mal 173 Gramm, relativ leicht. Ist ganz cool, weil er super sparsam ist. Allerdings muss ich sagen, für den Anfang war er geil. Jetzt inzwischen rauche ich ihn halt nicht mehr so oft, außer ich habe wirklich, ich will extrem kleine Sessions oder ja, manchmal, wenn ich dann doch so ein bisschen in Richtung Meerloch rauchen will. Ich vertrage richtig Meerloch irgendwie nicht so gut, deshalb nehme ich da lieber einen Vortex. Mag ich den halt irgendwie lieber. Lag, glaube ich, auch irgendwo bei 15 Euro oder sowas. Also auch recht günstig. So. Dann muss ich noch die Dichtung fürs Wiegen rausnehmen. Der Elephant Vortex. Das ist eigentlich mein Melonenkopf. Melonenkopf klingt erstmal dumm. Hat aber den ganz einfachen Grund, irgendwie schmecken in dem Melonentabaks am geilsten. Ich weiß nicht warum. Ist ein, ich glaube, 99 Cent im Angebot teilweise in manchen Shops. Regulär, glaube ich, 2,99 oder sowas. Also im Grunde auch, oder was heißt auch, nein, ein super billiger Kopf. Ich glaube, der billigste, den ich habe tatsächlich. Super geiles Ding, raucht sich klasse, super sparsam. Aber ich bin halt mehr eigentlich so der Funnel-Typ. Aber auch den nehme ich ganz gerne bei sparsamen Runden oder halt eben, wenn ich ja ein bisschen mehr Loch will vom Geschmack und sowas. Langsam nähern wir uns meiner Top 5. Also die Köpfe, die ich jetzt habe, die rauche ich eigentlich alle. Ja? Aber es gibt so die 5, die ich am häufigsten rauche. Eigentlich müsste ich sogar noch mehr reinnehmen, aber egal. Der Sapphire Hotshot RT. Kennt, denke ich, fast jeder. 109 Gramm, super leichter Kopf. Das ist tatsächlich ein Mehrlochkopf, den ich rauchen kann. Also bei dem habe ich jetzt nicht so viele Probleme. Ich rauche nur tatsächlich selten, weil, ja, bis die Kohlen an sind, ist halt auch schon der Tabak durch irgendwie gefühlt. Also beziehungsweise bis der Kopf warm ist, ist halt der Tabak schon halb durch. Ist aber natürlich ein super geiler, super sparsamer Kopf. Kann man nicht drüber nörgeln, ne? Kennt aber, denke ich, ja eh fast jeder das Ding. So, der nächste in der Reihe, den rauche ich tatsächlich, glaube ich, am seltensten, ist der Kaya, ach Gott, wie heißt der noch gleich? Indie Roof. Ein 134 Gramm Funnel, ihr seht schon, der ist super flach.
Ja, also ich zeige es auch mal an die Kamera. Das ist super flach. Das ist, wenn mein Finger da drauf liegt, dann ist da quasi... Also den kannst du kaum so flach andrücken, den Tabak, dass das richtig geil läuft. Aber ist halt natürlich super sparsam. Verarbeitung ist okay. Sieht für mich ein bisschen aus wie gepresster Plastikkopf oder sowas. Ist es nicht. Es ist ein Tonkopf. Man hört es auch, denke ich. Ja, es ist kein Silikon oder Plastik, aber... Also Verarbeitung finde ich bei dem jetzt nicht so geil. Aber der kostet, glaube ich, irgendwie 5 Euro oder 8 Euro oder sowas. Also sei es drum. Ne? So, der nächste Kopf im Bund. Wäre... Der hat mich tatsächlich krass erstaunt, muss ich sagen. Und zwar der Viro Globe Tokyo. 190 Gramm, super winzig. Wenn ich den mal hier auf die Pfeife packe, ihr seht, wie klein dieses Ding ist. Sau cool. Aber was ich daran halt echt liebe, ist, der ist super sparsam und er hat eine saugute Hitzeverteilung. Also dadurch, dass der hier unten überall massiv ist, hat der eine so geile Hitzeverteilung. Mega. Und kostet irgendwie 12 Euro, 15, ich glaube 15 Euro regulär. Ich habe den jetzt, glaube ich, beim großen A für 12 Euro oder sowas gekauft. Oder 13, egal, ne? Sei es drum. Aber auf jeden Fall super geiler Kopf. Also einer meiner Favorites. Aber trotzdem jetzt nicht unter den Top 5. Da kommen wir aber gleich zu. Dann hätten wir hier noch den Aladdin Biggie. 280 Gramm, super geiler Kopf. Ich liebe dieses Ding. Der ist top verarbeitet. Der raucht sich bombastisch gut. Ja. Das ist ein mega Ding. Den habe ich jetzt hier in der Coral Reef Version. Was ich hier super cool finde auch, ist dieses, ich zeige es auch mal in hier der kleinen Kamera, wie sie hier das, ich komme nicht drauf, die Glasur, wie sie das so runterlaufen lassen. Ich finde das cool mit diesem 3D-artigen. Problematisch bei dem, der wird sauschnell hier unten dreckig. Man sieht es wahrscheinlich. Der sieht aus wie eingesaut, aber ein Megakopf. Also raucht sich wirklich, wirklich, wirklich gut. Aber auch nicht unter den Top 5, weil er für mich einfach, wenn ich alleine rauche, zu groß ist. Ich rauche ihn selten alleine. Weil ich wechsle so oft halt auch die Tabaks. Also ich mag das, wenn ich lieber zwei kleine Köpfe habe mit verschiedenen Tabaks als einen großen. So, ne? Wenn ich jetzt mit Freunden zusammen rauche, dann ist das so wieder ein sehr, sehr geiler Kopf. Genauso wie der nächste, der gleich kommt. Ansonsten wäre der definitiv auch unter den Top 5. Aber, ja, den stelle ich jetzt mal hier neben den, dann kommen wir gleich noch zu, weil die würde ich jetzt so auf ein Niveau stellen, genauso wie dann gleich die. Nächster Punkt wäre dann der Hukain Lash Lip Fette Kuh. Grandioser Kopf, also da gibt es wirklich nichts zu sagen, 300 Gramm. Saugeiles Material vom Ton, der gibt die Hitze so grandios auch weiter. Also finde ich sogar noch einen Tacken geiler als den Aladdin, aber halt nur so ein bisschen. Aber gefühlt er qualmt schon nochmal geiler. Was soll man dazu sagen? Preislich liegt der, glaube ich, bei 25 Euro. Ich habe ihn, glaube ich, für 15 im Sale gehabt oder sowas, also bekommen. Aber das wechselt ja eh immer so dermaßen durch. Also auf jeden Fall ein unter 30 Euro Kopf. Gerade für längere Sessions mit Freunden, mega Ding. Absolut zu empfehlen. Wie gesagt, für mich alleine fällt der jetzt raus und kommt dann auch noch mit dem Kopf auf ein Level, weil das quasi dann das Pendant dazu gleich sein wird, was dann der Top 5 sein wird. Aber dazu dann eben gleich mehr. Dann der Oblaco M in der Glazed Marble Bordeaux, glaube ich, heißt der. Bordeaux Black. Wunderschöner Kopf. 159 Gramm. Ich denke, Oblaco kennt eigentlich jeder. Bei mir ist er jetzt eben auch nicht in der Top, weil ich eben noch diese günstige Version habe, die halt einfach günstiger ist und noch ein bisschen kleiner und das passt halt dann jetzt gerade irgendwie so vom Befinden her mehr rein. Aber dann würde ich den halt eben auch wieder mit dem so auf ein Level stellen. Und jetzt kommen wir dann aber an die endgültige Top 5. Das ist jetzt nicht der beste oder der fünftbeste oder sowas, sondern das ist jetzt willkürlich durchgemischt. Da haben wir einmal den Japona Hooker Mummy Bowl. 149 Gramm habe ich in der Mystery Box gekriegt. Ein grandioses Ding. Also ich weiß nicht, es gibt nichts daran, was ich aussetzen kann. Er qualmt wie Sau. Er hat einen super guten, intensiven Geschmack. Er läuft lange, er ist super sparsam. Mit diesen Lederbändern hier unten super angenehm anzufassen. Mit diesen Rillen drin kannst du halt so ein bisschen... Also diese... Man sieht es, glaube ich, hoffentlich in der Kamera. Ja, doch, da sieht man es. Ich finde, es ist vom Geschmacklichen so ein bisschen in Richtung Vortex, Meerloch, aber eben auch Funnel und so irgendwo dazwischen, wenn ich diese Schlitze freilasse mit dem Tabak.
Ja, also ich gehe dann hin, nehme dann hier meine Gabel, wenn der jetzt voll wäre, und würde dann hier da diesen Schlitz freimachen, da auch und da auch. Und dann finde ich, habe ich so die Mitte irgendwo zwischen Vortex bzw. Meerlochkopf oder ja, sagen wir mal Vortex und Funnel. Also manche Aromen kommen, finde ich, ein bisschen süßer raus. Wenn ich das nicht will, dann mache ich die Löcher halt nicht rein bzw. die Rillen und dann ist es halt normaler Funnel. Finde ich super, super cool, ist allerdings natürlich mit rund 30 Euro auch nicht gerade der billigste Kopf, muss man dazu sagen. Außer man kriegt ihn halt, wenn man so Glück hat wie ich, mit 15 Euro im Mystery Box. Einen Kopf zeige ich euch übrigens nach dem Ganzen noch, weil das ist dann noch so das Special so ein bisschen. Dann hätten wir hier den Kaya Natursteinkopf Weiß, 486 Gramm. Das ist natürlich Masse. Was mir bei dem Kopf nicht so gefällt, ihr seht es wahrscheinlich in jeder Kamera, oder ich zeige es auch nochmal hier einfach, der saugt sich halt voll wie sonst was mit Molasse. Obwohl es ein Natursteinkopf ist. Also der ist wirklich massiv. Wenn ich dagegen klopfe, da geht eher mein Finger kaputt als der Kopf. Aber ich liebe diesen Kopf. Also er sieht optisch jetzt nicht mehr so geil aus. Klar, als er neu war, war er strahlend weiß und hat so leicht geglitzert und sowas. Jetzt sieht er halt nicht mehr so neu aus. Jetzt ist er ein bisschen gefärbt. Aber das ist mir eigentlich vollkommen egal, weil der ist sparsam. Der hat eine unfassbare Hitzeverteilung. Wenn ihr den einmal geraucht habt, das ist ohne Mist, das ist eine so kranke Hitzeverteilung, weil dieser Stein einfach heiß wird und ihr könnt es euch denken. Also einer meiner absoluten Favorites, definitiv der Kaya Natursteinkopf. Dann hätten wir einen, den wahrscheinlich kaum jemand kennt. Den hat mir der Vasili aus meinem Lieblings-Shisha-Shop empfohlen. 256 Gramm. Ein griechischer Kopf. Da gibt es auch noch ein Video bei mir auf dem Kanal, wo ich den komplett vorstelle. Das ist der Shishology Falling Star. Ein Funnel, der für um die 30 Euro kaum zu bekommen ist. Also er kostet 30 Euro ungefähr, wenn man ihn bekommt. Ich glaube 29 Euro oder sowas. Man bekommt ihn halt nur quasi nirgends. Aber es ist ein wunderschöner Kopf, finde ich. Mit diesem Gold, Kupfer, Bronze, was auch immer das ist. Und diesen schwarzen unten, der hat eine unfassbare Hitzeverteilung. Also ich habe mich tatsächlich gewundert, als ich den das erste Mal geraucht habe. Du rauchst wirklich so entspannt diese komplette Molasse raus. Irgendwann hört er einfach auf und du denkst dir so, yo, jetzt sind die Kohlen durch. Nee, es ist wirklich dann einfach der Tabak bis zum letzten Ding durchgeraucht. Das ist saugeil. Du kommst da wirklich einfach wie so ein Donut da rausgeschält. Für mich absolut einer der besten Köpfe und einer, den ich auch mit am meisten definitiv rauche. Kommen wir zum nächsten. Wie gesagt, es ist jetzt nicht der beste. Also, ne, die sind jetzt unabhängig voneinander quasi eingereiht. Dann haben wir hier einen quasi Oblaco ML. Nee, Quatsch, MS. Irgendwas dazwischen. 188 Gramm, kommt aus China. Es steht sogar der Schriftzug ziemlich gut drauf. Ich blende es jetzt lieber nicht ein, weil ich nicht genau weiß, wie das mit Markenrecht und Co. ist. Den gibt es aber ungelabelt, deshalb lassen wir das einfach weg. Den kriegt man tatsächlich beim AliExpress für 4,44 Euro habe ich bezahlt. Mit Versand. Also 2,59 Euro plus bisschen was und das bisschen was Versand und Rabatt und keine Ahnung, 4,44 Euro. So. Mega. Also dampft sich wirklich einwandfrei. Und ist für mich halt eben einfach, wenn ich nicht das jetzt vergleiche mit dem Oblaco M, er ist ein bisschen kleiner, er braucht dadurch minimal weniger Tabak, aber das ist so minimal, das macht aber halt einfach der preisliche Unterschied. Der kostet eigentlich 29 Euro, der kostet unter 5 Euro. Beide rauchen gut, verdammt gut. Klar, wer der Sieger ist. Also, ne, optisch natürlich klar hier, der Oblaco ist ein bisschen schöner verarbeitet und alles. Aber wir reden über nicht mal 5 Euro, ne? So, kommen wir zum nächsten. Das ist einer meiner, also ich habe mich in diesen Kopf verliebt, wie er rauskam. Der Hukain Little Pro Sauron. 209 Gramm. Ich finde ihn einfach unglaublich schön. Und was soll ich groß dazu sagen? Es ist ein ganz normaler Funnel. Er ist durch diese neue Tonmischung, die sie haben, in der Hitzeverteilung wohl nochmal krasser geworden als der normale Litlip. Mein Litlip UA, diese Ukraine Limited Edition, kommt jetzt bald noch. Dann kann ich da richtige Vergleiche ziehen, aber ich finde ihn einfach grandios. Gibt es im Sale auch teilweise für unter 20 Euro oder um die 20 Euro. Normal glaube ich 30, den habe ich jetzt für 25, weil ich meinen ersten gekillt habe. Aber selbst der steht hier noch rum. Da ist nur da so ein Eckchen rausgeplatzt. Ich hoffe, man sieht das. Ich glaube, man sieht es, ja.
Ja, raucht sich geil, hat eine krasse Hitzeverteilung. Super zu reinigen, bis auf den Rand oben. Aber das ist halt normal, weil die ja oben drauf nicht glasiert sind. Aber ich finde halt auch dieses, wie hier diese Lava runterläuft, das ist also ganz ehrlich, mega. Ja, ich liebe ihn einfach, das ist ein geiler Kopf. Da, wie gesagt, wäre dann die Lashlip Fette Kuh so das größere Pendant zu, nur für mich halt einfach der kleinere, interessanter. Genauso wie jetzt hier, wo ich ja vorhin schon den Biggie hatte, der Aladdin Shorty. Ich habe ein Haar da dran, das ist nicht schön. Der hat 238 Gramm. Ihr seht schon, der ist ein bisschen verbraucht. Ich kriege ihn auch nicht mehr so ganz sauber meistens. Wahrscheinlich müsste ich mal richtig auskochen oder irgendwas. In der Shorty Z-Variante, also quasi der das Meer, die See, wer hätte es gedacht, ist für mich einfach auch mega Kopf. Der ist super sparsam, braucht nicht viel Tabak, raucht aber auch super gut, geht wirklich bis zum Ende durch und ich kann in dem mit dem Noppenkontakt rauchen, ich kann ihn im Abstand rauchen. Mega. Auch vom Kopfbau her super easy und das Durchzugsloch ist halt auch, das Funnelloch ist halt riesig groß, da passt mein Finger einfach rein. Das ist mega. Aber ich habe euch versprochen, einen haben wir noch. Achso, der kostet glaube ich übrigens auch so um die 25 Euro oder 20 Euro. Jetzt gerade im Sale ein 10er bei denen, aber das wechselt ja auch mal. So, aber eins darf ich nicht vergessen. Also wir haben hier meinen kleinsten Kopf, ne? Größentechnisch halt gesehen jetzt. Den Viro Globe. Was aber auch echt Spaß macht zu rauchen, ist die Baba Bowl von Hukain. Wir legen sie mal auf die Waage. Natürlich aufpassen, dass sie nicht runterfällt, weil die gibt es, glaube ich, nicht mehr so großartig. Ich muss euch die Zahlen einfach vorlesen, weil ich glaube, die Kamera hängt nicht ganz optimal. Na, bleibst du liegen? So. 936 Gramm. Wenn man sich das anguckt, nehmen wir mal den Oblaco. Den Oblaco kann ich da oben halt einfach gemütlich reinlegen. Ne? Und allein das Durchzugsloch vom Funnel ist quasi fast so groß wie der ganze Hals vom Oblaco. Das Ding ist krank, aber es ist krank geil. Also, wenn ihr an so ein Ding rankommt, ich habe den jetzt noch für 50 Euro geordert, beziehungsweise 59 Rabattcode und so weiter und so fort. Also um die 50 Euro habe ich den geordert und ganz ehrlich, ey, das Ding ist halt einfach mega. Er sieht mega cool aus, ja. Sieht man nicht so oft, er ist top verarbeitet für die Größe. Ich meine, man hat hier immer mal so ein bisschen Lufteinschlüsse und sowas in der Glasur, aber ich denke, das ist einfach auch der Größe geschuldet. Die Dinger sind handgefertigt, was will man da machen in der Größe? Geht vielleicht noch besser, aber dann wäre das Ding wahrscheinlich auch exorbitant teuer und, ne? Wir reden hier nun mal jetzt auch über einen Kopf, der weit unter 100 Euro kostet, also 50, 60 Euro so. Aber wie gesagt, also geiles Ding, passen halt 200, 250 Gramm Tabak rein, das ist krank. Aber es ist cool. Fertig. Da kommt auch demnächst noch ein Video zu. Und damit sind wir an jeder Stelle mit diesem Video erstmal fertig. Wenn ihr noch Videos über zum Beispiel die HMDs wollt, die hier noch rumstehen, oder wenn ihr zu einem bestimmten Kopf ein richtiges Review wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst ansonsten gerne einen Daumen da. Also einen Daumen nach oben natürlich. Könnt natürlich auch einen Daumen nach unten da lassen. Aber dann wäre es cool, wenn ihr einfach schreibt, warum. Weil dann weiß ich, was ich vielleicht besser machen kann. Also, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns hoffentlich dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Freunde. Ciao.